Hallo Freunde und willkommen. Wie in meinem letzten Video versprochen, zeige ich euch heute, wie wir uns einen Adblocker fürs gesamte Netzwerk einrichten können, um unsere Privatsphäre ein Stück weit zu schützen. Denn Adblocker filtern ja nicht nur die Werbung, sondern bieten auch Schutz vor Tracking und auch Malware. Dazu werden wir jetzt hier das Pi-hole DNS-Dienst hier nutzen, dass sich eben das DNS-Prinzip zunutze macht. Das ist ziemlich effektiv, ja. Zwar gibt es natürlich jede Menge oder ein paar gute Adblocker für den Browser. Allerdings, ja, wie der Name schon sagt, sind wir dann nur im Browser geschützt. Ja, außerhalb nicht. Wir sind ja mittlerweile nicht nur mit dem PC oder Laptop im Internet unterwegs, sondern auch mit Smartphones, Tablets, Smart TV, ja, Smart Fernseher, bis hin zu den ganzen IoT-Geräte, ja, das sogenannte Internet of Things-Geräte. Natürlich sind aber hier die, ja, Tablets und Smartphones am stärksten betroffen, ja, durch die ganzen kostenlosen Spiele und Apps, die wir uns, ja, ständig aus dem Play Store beispielsweise installieren. Deswegen finde ich das jetzt hier, also wie gesagt, alles was außerhalb des Browsers läuft, ist da ungeschützt. Und deswegen finde ich jetzt hier dieses ja, Pi-hole-Dienst eine super Lösung eigentlich. Das kann man hier, wir sehen hier Network-wide, ja, Ad-Blocking. Wir können das also netzwerkweit die ganzen Ads blockieren. Wir können das entweder auf einer Linux-Maschine installieren oder auf ein Raspberry Pi werde ich das jetzt hier machen. Das habe ich ja letztes Mal in Betrieb genommen, in meinem letzten Video. Raspberry Pi finde ich jetzt hier, ja, bietet sich jetzt sehr an, weil das natürlich zu meinem sehr klein ist und verbraucht sehr wenig Energie. Ja, und läuft auch lautlos. Das wird dann natürlich ja, immer laufen müssen nachher, wenn wir das in Betrieb nehmen, denn das fungiert dann eben als DNS-Server in unserem Netzwerk und muss immer, ja, laufen halt, damit wir ins Internet surfen können. Hier sind, ja, hier ist, ich habe das jetzt hier, das ist jetzt die GitHub, das gibt es irgendwie hier noch, glaube ich, irgendwo, genau, das ist jetzt hier nochmal pi-hole.net. Hier hat man auch nochmal jede Menge Infos hier. Ich werde jetzt mal, ja, beziehungsweise ja, als erstes, wir können auch schon direkt loslegen jetzt hier. Wir haben jetzt hier drei Methoden hier aufgelistet zur Installation. Die erste hier, das ist automatisch in einem Schritt, ja, mit einer Zeile sozusagen können wir das. Ich kopiere mir jetzt einfach mal die Zeile und wir müssen uns natürlich jetzt mit unserem BlackBerry hier Raspberry natürlich verbinden. Zack, ich mache das jetzt hier, ja, mit dem SSH Berry, das Standardpasswort hier, was irgendwie gerade nicht funktioniert. Ich gucke nochmal. Okay. Genau, schon sind wir jetzt hier angemeldet. Unsere Raspberry ist natürlich up to date und Standardpasswort ist geändert. Ich installiere das jetzt einfach mal. Das geht wirklich sehr schnell und einfach. Ja, einfach die Zeile hier, wie gesagt, kopieren und hier einfügen. Ich mache das mal vielleicht mit sudo. Zack. Und Enter und schon geht es los hier mit der Installation, beziehungsweise das Skript wird jetzt erstmal heruntergeladen hier und halt ausgeführt, ja, das überprüft jetzt alles nach Abhängigkeiten und so weiter, gegebenenfalls werden diese installiert, genau, funktioniert alles automatisch und schon kommen wir hier in so einen Wizard hier, hier kommt nochmal der Hinweis, dass der, ja, der Installer hier unser Gerät in einen netzwerkweiten Adblocker umwandelt, einfach mit OK. Hier nochmal, ja, noch ein Hinweis, dass es kostenlos ist und auch frei.
wird aber durch unsere Spenden unterstützt, ja, also wir können jetzt hier einen kleinen Betrag spenden oder gerne auch einen großen, einfach mit okay weiter. Hier haben wir nochmal noch ein Hinweis, dass der Server hier eine feste IP-Adresse nachher braucht, damit es richtig funktioniert. Okay, hier müssen wir nochmal die Schnittstelle auswählen, hier in meinem Fall hier die Ethernet. Zack, und schon können wir jetzt einen DNS-Provider hier auswählen. Ich lasse das jetzt hier mal Google. Das kann man im Nachhinein jederzeit ändern. Ich lasse das jetzt einfach mal IPv4, IPv6 Unterstützung, okay. Hier die aktuelle IP-Adresse, die das Gerät hat, das wollen wir auch behalten. Einfach auf okay, hier nochmal ein paar Tipps hier. Ja, wegen der Netzwerkkonfiguration, wir müssen das in unseren Router auch so einstellen, dass das Gerät immer die IP-Adresse diese eine bekommt. Okay, und hier haben wir die Möglichkeit, eine Web-Interface, Web-Admin-Interface zu installieren. Ja, wir werden hier eine Web-Oberfläche bekommen. Das lasse ich jetzt natürlich an hier. Hier, ob wir die Logs speichern wollen. Ob wir das loggen wollen, ja, will ich, okay. Und jetzt wird alles konfiguriert hier, das dauert noch ein paar Sekunden. Und schon, jetzt wird einmal rebooten, okay. Okay, jetzt ist alles durch hier, denke ich, soweit. Installation complete. Genau, also hier sind nochmal die Infos hier, IP-Adresse, IPv4, IPv6 und so weiter. Hier haben wir, hier werden die Logs gespeichert. The install log ist, okay. Hier haben wir übrigens das Passwort hier. Für die Interface, für die Web-Oberfläche nachher. Ich kann das jetzt hier nicht kopieren, aber ich drücke mal auf OK hier. Und irgendwo hier sollte das nochmal sein. Wir können, genau, hier, das ist das Passwort hier für die Web-Oberfläche. Ich habe mir das mal hier in den Zwischenspeicher kopiert. Hier sehen wir, haben wir einen Hinweis, das können wir jederzeit ändern hier über den Befehl. Hier, vielleicht machen wir das auch direkt, ja, mit pyhole -a -p enter new password. Ich nehme jetzt mal 123456, ein sicheres Passwort, 123456. Okay, schon neue Passwort ist schon scharf. Und jetzt können wir hier unter 192 unsere IP-Adresse hier, wenn wir jetzt einfach die in den Browser eingeben, natürlich 1968 Punkt hier, schon haben wir hier, sehen wir ja pyhole hier. Und wenn wir jetzt noch ein slash und admin hier eingeben, sind wir hier, ich schließe das mal, auf der Webinterface hier von dem Gerät. Ich mache mal Login mit meinem neuen Passwort hier, zack, und schon ist das jetzt hier installiert. Und wir sehen hier Status aktiv, ja, alles grün hier, das bedeutet, dass das läuft. Allerdings müssen wir jetzt natürlich, ganz wichtig, um das Ganze hier scharf zu schalten, müssen wir die Clients natürlich dementsprechend konfigurieren, beziehungsweise idealerweise natürlich, wenn wir das in den Router einstellen, in den DNS-Server, bekommt dann die IP hier von unserem Raspberry, in meinem Fall hier, von unserem Pyhole-Server-Dienst hier im Netz, ja, dass die Clients alle diese über den Gerät hier unterwegs sind, sonst macht das keinen Sinn. Ich mache das jetzt hier, ich habe jetzt eine Fritzbox und ich habe, mein Provider ist Kabel Deutschland, und da ist leider diese
Ja, die Option ist da gesperrt vom Provider. Ja, ich kann da keinen DNS-Server einstellen, als der Provider mir vorgibt. Allerdings, also das finden wir dann unter Internetzugangsdaten, Netzwerk oder DNS-Server irgendwo. Wenn das bei euch freigeschaltet ist, ich habe mich jetzt rausgeschmissen. Genau, aber wenn wir jetzt, ich weiß nicht, 4, 5, 6 Rechner oder Clients hier im Netzwerk haben, dann ist das auch mit ziemlich wenig Aufwand zu bewerkstelligen. Ich mache mal ganz kurz hier, zack. Ja, und zwar müssen wir hier unsere Ethernet, also Netzwerk- und Freigabezentrum hier, Netzwerk Ethernet, hier unsere Schnittstelle auf Eigenschaften und hier IPv4 einfach folgenden DNS-Server verwenden. Hier tragen wir unsere IP-Adresse von unserem Pi-Hole-Gerät hier. Einfach mit OK bestätigen, zack. Und schon, wenn ich jetzt hier, ich mache mal ein Fenster, ich mache ein bisschen so, dass man vielleicht, ja, wenn ich jetzt einfach mal hier irgendwas aufrufe, das war jetzt vielleicht nicht so. Aber wir sehen hier, ja, schon. Geht's los hier. Hier haben wir die Domain List, die Block List, das sind aktuell 122.000 Domains hier, das können wir irgendwo, genau, wir können das, hier ist die Webseite von dem, ja, pihole.net. Und hier haben wir nochmal die Möglichkeit, hier war irgendwo, um das zu testen, einfach, da gibt es Seiten, die dafür, das finden wir hier irgendwo, ich suche jetzt nicht, gebaut wurden, um Adblocker zu testen. Das findet ihr dann auf der Seite dort auf jeden Fall. Ja, hier haben wir nochmal vielleicht ganz kurz, ja, unser Dashboard hier, ein Menü hier mit grafischer Darstellung und so weiter. Hier Query Logs, hier sind die Logs, Log Term, okay, das Whitelist. Hier können wir uns eine White, also Domain in eine Whitelist erstellen, die dann nicht blockiert werden. Hier ist die Blacklist, das können wir auch einmal direkt. Your Blacklist is empty, ist ja toll. Okay, achso, naja, gut. Ich habe irgendwo war das jetzt hier. Zack. Okay, wir können jetzt hier die. Ja, eine Domain hinzufügen, die blockiert werden soll. Aber ich dachte eigentlich. Hier Updates, nein. Okay, hier kann man, irgendwo kann man die Host-File, wir werden gleich sehen, hier kann man vorübergehend oder dauerhaft ausschalten, ja, vor 10 Sekunden zum Beispiel ist offline jetzt, ja, das greift jetzt nicht, wird in 5 Sekunden automatisch wieder scharf geschaltet. Dann haben wir hier noch ein paar, ach, hier sind sie, genau, das habe ich eigentlich gesucht, die Update-List, ja, wir müssen die Liste hier einmal vielleicht beziehungsweise regelmäßig updaten hier, einmal vielleicht direkt nach der Installation hier, okay, das sind jetzt einfach die Hosts hier, die blockiert werden, ja, das sind die ganzen Server, die Werbung ausliefern, halt, hier haben wir nochmal Settings, ein paar, hier, ja, System, hier sind ein paar Informationen, hier aktuell die Version 3.3, Blocklists hier, DNS, genau, hier haben wir die Möglichkeit, den DNS-Server hier zu ändern, DHCP, hier können wir übrigens, wenn wir jetzt das über den Router verwalten, ja, was am besten ist natürlich, dass wir ja, in den Router die DNS, den DNS-Server einstellen, unsere Pi-Hole hier, dann haben wir hier die Möglichkeit, wenn wir über den DHCP-Server hier zu aktivieren, wenn vielleicht nicht alle Rechner das nutzen sollen, ja, nicht für alle Rechner im Netzwerk die Werbung blockiert werden soll, dann können wir das hier, ja, als DHCP-Server auch hier enable und dann halt so einrichten, dass manche Rechner da nichts blockieren. Teleporter, okay, hier, ups, Logout, habe ich mich jetzt. Donate und Help, hier haben wir noch jede Menge, ja, ganz gute Dokumentation hier. Zack. Und ja, das war es eigentlich auch schon alles. Wir können nochmal
schauen hier. Das ist meine. Wo bist du? Ich gehe mal ganz kurz drauf hier. 2 Admin. Hier sehen wir schon, ja, wenn ich mache mal hier einen Browser auf mit viel Werbung. Ich weiß jetzt aber nicht. Vielleicht oder Träger, ja, hier eBay. Wir sehen hier, zack, 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 blockt, ja. Es wird nicht alles hundertprozentig blockiert, aber genau, wir können mal schauen, zum Beispiel, wo Werbung normalerweise wäre, wie das aussieht. Da wird einfach ein Platzhalter angezeigt, ja. Hier sehen wir Fehler bei der Verbindung. Also hier wäre jetzt eine Anzeige, zum Beispiel auf der Seite und hier auch, ja, auf der rechten Seite. Das wird einfach nichts angezeigt hier, es bleibt weiß, ja. Und wie gesagt, es geht jetzt nicht nur unbedingt in erster Linie um die Werbung zu blockieren, aber es gibt ja die sogenannte schädliche Werbung, ja. Das blockiert auch Tracker und Malwares und so weiter. Das war es jetzt mal auch schon alles jetzt hier. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.